Willkommen zu einem neuen Video und heute geht es um ein Format, bei dem ich mitgemacht habe. Und zwar bin ich bei einem Dating-Format dabei und ich war sehr nervös, da ich eigentlich meine Partner alle immer in meinem Alltag kennengelernt habe und nie so wirklich direkt auf ein Date gegangen bin. Deswegen hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen wird. Es ist ein Format, in dem man quasi anhand des Outfits und der Fragen, die die netten Herren mir beantworten, entscheidet, wem man weiterlässt. Bedeutet also, am Anfang sieht man erst die Schuhe, dann die Hose, dann den Oberkörper und sie dürfen auch Rückfragen stellen. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Danke, dass ich dabei sein durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich war sehr nervös und bin auch gespannt auf eure Meinung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Über einen Daumen nach oben, ich mich sehr freuen, über ein Abo auch. Und ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Dann sei mal froh, dass du nicht Amar datest. Sorry, Amar, aber da musste sein. Du hast uns alle schon warten lassen. Oh ja, das stimmt. Amar. Wo fange ich da an? Wo fange ich da an? 2 Stunden hat er mich warten lassen mal. Schäme dich! Das ist Jasmin, aka Gnu, und sie ist Streamerin und YouTuberin. Sie datet heute 7 Jungs gleichzeitig. Hinter dem weißen Vorhang stehen 7 Boys. Jeder ein anderes Outfit, jeder eine andere Persönlichkeit. Jede Runde fliegt einer raus und der Vorhang geht nach und nach weiter nach oben, denn am Ende bleibt nur einer übrig. Ich war so nervös, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich doch mal vor. Ja, ich bin Jasmin Gnu. Ich mache hauptsächlich YouTube und streame auch und bin heute hier, um die große Liebe zu finden. Das finden wir. Was ist dein erster Eindruck? Ja, ich muss sagen, sehr, sehr gut und sehr, sehr schwierig, weil ich bin so ein richtiger Schuhbanause. Also ich bin halt von meiner Schwester gekleidet worden. Ne? Dankeschön übrigens dafür. Ja, also ihr seht es ja auch jetzt, ne? Ich trage halt einfach eher lieber solche entspannten Sachen. und wenn ich mich irgendwie mal rausputze, ist es schon voll das Highlight. Gut aus. Mal sagen. Also, wirklich. Meine Community wird denken, who's that girl? Deswegen, die haben alle ihren Charme. Und deswegen, das fällt mir unfassbar schwer. Ja, die hatten alle schöne Schüchen. So, wenn du einen Freund hättest, welche Schuhe würdest du ihm schenken? Ich finde die voll schön. Die zweiten? Ja, die sind süß. Ja, die sind echt schick. Das sind sehr, sehr schicke Schüchen. Die waren alle voll gut angezogen und voll lieb auch. Und ich war auch echt so happy, wie lieb die Leute in den Kommentaren waren. Ich dachte schon, oh Gott, da wird bestimmt rumgemuckt und so. Und ich hatte auch irgendwie Angst, dass da Kandidaten dabei, die ja einfach frech sind und das jetzt gerade nur für die Show machen. Aber die waren alle so lieb. Also nochmal vielen, vielen Dank an die Kandidaten und an die lieben Kommentare. Und das haben sehr viele nicht mitbekommen, auch in den Kommentaren, weil ich es halt immer in meinen Livestreams nur erzähle. Und da alle gemeint haben, ja, aber die ist doch vergeben, warum macht die denn da mit? Hä, die hat doch einen Freund. Und eigentlich dachte ich mir, ich ignoriere es, aber irgendwann dachte ich mir, gut, die Leute denken jetzt, ich bin vergeben und mache da mit. Und erstens mal, wenn es so gewesen wäre, hätte mein Partner 100% gesagt, das ist okay. Und ich bin schon seit längerem nicht mehr in einer Beziehung. Aber das möchte ich eigentlich auch gar nicht so groß breittreten, weil es eigentlich überhaupt nichts zur Sache tut. Aber da dachte ich mir halt eben in dem Moment dann eben einfach mal mit. Weil ich wurde davor schon angefragt und da war ich halt in einer Beziehung, dachte so, das fühle ich irgendwie nicht so. Ich weiß, mein damaliger Partner, dem wäre das wurscht gewesen. Wir sind auch noch immer noch sehr, sehr gut miteinander befreundet. Also wirklich, muss ich sagen. Aber das war dann, habe ich nicht so toll gefunden. Und ich muss sagen, jetzt so als Single, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, mal wieder, also so zu daten, weil ich habe eigentlich nie rein gedatet, ohne dass ich die Person davor gekannt habe, weil ich immer meine Partner aus meinem echten Leben irgendwo getroffen habe und dann hat man sich gut verstanden, dann hat man sich verabredet. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, das über irgendwelche Dating-Apps zu machen und ich habe auch immer noch keine, ich hatte auch noch nie welche, weiß aber auch durch viele Freundinnen, dass es durchaus dort auch funktionieren kann. Ich habe in meinem Bekanntenkreis wirklich Leute, die sind da seit 5 Jahren jetzt zusammen und planen Kinder und sind happy. Also Dating-Apps sind nicht nur schlecht, aber ich fühle es gerade gar nicht und will gerade einfach nur mein Ding machen. Deswegen war ich da sehr nervös bei diesem Format. Ja, die sind echt cool. Die sind richtig süß und er steht so richtig ready. Ja, die Schuhe sind echt geil, die wollte ich sogar haben am Ende. Ready auf ein Date zu so gehen. Richtig so gehen. Ja. Okay, und welche Schuhe würdest du jetzt tendenziell eher sagen, super, aber nicht perfekt? Ich glaube, die Nike, die mit dem braunen, eher nicht so. Nummer 5. Ja, aber es ist nichts Persönliches. Was sagt ihr? Schüchen, Schnürsenkel in die Schuhe packen oder nicht? Aber die sind trotzdem nice, nur nicht piek-piek. Ja, aber ich achte auf sowas tatsächlich auch gar nicht. Okay, hast du eine Frage für die erste Runde? Ja,
Und zwar würde ich fragen, furzt ihr vor eurem Partnerin? Das wollte ich einfach fragen, weil ich hatte einmal einen Partner und das hat mich sehr genervt. Der war der Meinung, dass er furzen darf und Frauen nicht. Und das war mir zwar komplett egal und ich habe es trotzdem gemacht, wenn ich musste. Ich meine, man muss jetzt nicht explizit vor dem Partner furzen. Ich weiß aber, dass es für manche so ein richtiges Tabu ist. Und es hört sich vielleicht dumm an, aber ich finde es gar nicht schlecht, diese Frage einfach mal in den Raum zu stellen, weil es gibt irgendwann den Moment in Beziehungen, wo sich manche dazu entscheiden, so, ich pinkel jetzt vor meinem Partner und pupse, genauso wie er auch, oder mache ich das gar nicht. Und deswegen wollte ich das einfach mal ansprechen, vor allem auch, um zu gucken, wie die Jungs drauf reagieren, ist ja auch eine lustige Frage, so ein Anfang zum Auflockern. die dachten sich bestimmt, oh mein Gott. Und die Jungs haben mir alle erzählt, ne, weil manche in den Kommentaren gemeint haben, wie stehen die denn da? Die haben alle übel geschwitzt, die mussten da gerade stehen, durften sich nicht bewegen, so nah hinter einer Wand, da war es warm. Also urteilt nicht immer über, wie Leute dastehen oder sonst was. Macht da selber mal mit, finde es unmöglich. Deswegen, das tat mir richtig leid. Wie du raushaust. Ja, das ist schon essentiell. Also ist es tabu? Also ich frage einfach die erste Person, oder? Mhm. Kandidat Nummer 1. Furzt du vor deiner Partnerin? Also das ist auf jeden Fall eine sehr spezielle Frage. ich würde trotzdem sagen, ich bin ehrlich, ich würde sagen ja. Denn ich finde, vor seiner Partnerin sollte man sich, ja, also man sollte alles so frei leben können, wie man sich gibt. Das heißt, ich bin eine Person, die gerne furzt, sage ich mal. Ich glaube, wie jede andere Person auch. Und ich würde das auch vor meiner Partnerin machen, da bin ich ehrlich, weil ich denke, dann gibt es auch keine Hemmungen und eine gute, gesunde Beziehung wird aufgebaut. Sehr schöne Antwort. Und darf deine Partnerin auch mit dir furzen? Mit mir furzen? Also vor dir furzen? Ja, natürlich. Ja, aber ich finde, es gibt nichts Schlimmeres. Also ich glaube, das kennt jeder. Ne? Du bist auf dem ersten Date, du hast übel den Blähbauch, hast du Bauchschmerzen, weil du es nicht rauslassen kannst. Ja. Ja, wenn du, also klar, beim ersten Date jetzt vielleicht nicht, aber irgendwann, ich meine, man muss jetzt nicht krampfhaft die ganze Zeit vom Partner furzen, aber was raus muss raus. Genau, das finde ich nämlich auch. Es darf jetzt nicht auf Krampf sein und die ganze Zeit. Ich hatte nämlich einen Ex-Partner, da fand ich es dann irgendwann auch schon echt irgendwie eklig. Ich weiß auch nicht, warum. Das war so erzwungen. Ich finde, wenn es da mal irgendwie rausflutscht, ja, aber wenn es dann permanent ist und nur stinkt, I don't know. Aber das sind essentielle Fragen. Okay, Kandidat Nummer 2, wie stehst du zum Furzen mit dem Partner? Ja, also ich sehe das genauso wie mein Vorredner. Ich würde es auch machen. Ich finde auch in der Beziehung, man sollte keine Hemmung haben, man sollte sich vor dem Partner vor allen Dingen für nichts schämen müssen. Mein roter Nagel ist übrigens, haben auch ein paar geschrieben, die sind desrot angemalt, weil ich war davor bei Julian. Und da haben wir doch das Bild für einen Weltfrauentag, findet ihr hier, gemacht. Und der hat den Nagel halt rot gestrichen, deswegen fällt es hier so auf. Euch fällt doch hier alles auf. Und von daher würde ich das auch machen, ja. Und auch meine Partnerin darf auch vor mir furzen, hätte kein Problem mit. Sehr gut, er hat sogar Knöpfchen an den Schuhen. Schüchchen, das ist ja süß. Oh, ja. Du bist richtig in love mit den Schuhen. Ich finde die geil. Also auch egal, was aus uns wird oder nicht, ich nehme die Schuhe. Nehme die auch getragen. Kandidat Nummer 3, wie stehst du zum Furzen? Ja, also per se habe ich damit auch kein Problem. Wie schon gesagt wurde, beim ersten Date jetzt eventuell nicht unbedingt. Aber wenn man sich dann so näher kennenlernt und das dann halt auch in so Richtung Beziehung geht, finde ich so generell Rülpsen, Furzen sollte in natürlich nicht unangebrachten Momenten, aber generell schon normal sein. Exactly. Solltest du erstmal die Eltern kennenlernen? Ja, das nicht unbedingt. Aber jetzt so, beim ersten Mal Eltern kennenlernen, jetzt vielleicht nicht so ein Schwein am Tisch sein, aber innerhalb der Beziehung sollten da eigentlich keine Hemmungen bestehen. Ich finde so seine Stimme. Ich finde, die klingt voll erwachsen. Ja, voll. Passt auch zu den Schüchen. Mhm. Ist mir auch direkt aufgefallen. So die Stimme, die er hat, das Auftreten sehr klar, sehr deutlich. Hat mir gut gefallen. Also steht so richtig fest im Leben, ja. Oder? Ja. Kandidat Nummer 4, wie stehst du zum Furzen? Ja, also für mich ist es gar kein Problem. Ich kann mir sogar auch gerne ins Gesicht reinfurzen. solange sie keine Eier gegessen hat oder ich keine Eier gegessen habe, dann ist alles gut. Okay. Der ist ein bisschen nasty. Der ist ein bisschen kinky, ja. Mhm. Kink, ich fühle. Mhm. Du fühlst? Nein, ich fühle, dass er den Kink fühlst. Wenn ich jetzt nicht furze, nein, Spaß. Okay, weiter. Nächste. Kandidat Nummer 5. Ja, ich habe damit auch gar kein Problem. Also ich mache das ja auch vor meiner Partnerin dann. Damit habe ich gar kein Problem eigentlich. Ich hatte auch ein bisschen, war auch nervös, weil nämlich es gab auch voll viele Zuschauer, die noch da waren. Ich habe nicht gesehen. Er ist ein ruhiger, oder? So ein gechillter. Kandidat Nummer 6, wie stehst du zum Furzen? Ja, zu 100% sind es
glaube ich, wird die Beziehung sehr, sehr weird auf Dauer. Ja, safe. Und Kandidat Nummer 7? Bei mir genauso. Und ich würde auch sagen, wenn die Partnerin furzt, finde ich sogar ein bisschen süß. Keine Ahnung wieso, aber... Das kommt drauf an, wenn sie so einen kleinen Furz macht, ne? Aber wenn du mich... Wenn ich furz, findest du das nicht mehr genau. süß? Genau. Vielleicht. Er denkt halt an diese so... Okay, cool. Aber da war eigentlich gerade so ein kleiner Flirt zwischen euch, voll süß schon. Ja. Okay. War das ein Flirt? Was ich so, was ist Flirten? Auf diesen Antworten und den Schuhen natürlich musst du jetzt einen rauswerfen. Oh mein Gott, jetzt schon? Ja, das ist übelst hart. Die erste Runde ist immer die härteste. Oh, das ist aber wirklich hart. Willst du sonst noch eine ganz kurze Schnellrunde machen? Also irgendwas, wo die, keine Ahnung, ganz schnell ihren Namen sagen oder so? Ja, genau, ob ihr raucht. Ah, das ist, okay, wir sagen dann nochmal gar nichts zu und dann gucken wir, was die Antworten sind. Sag mal ganz schnell hintereinander, ob ihr raucht. Kandidat 1? Nein. Kandidat 2? Nein. Kandidat 3? Noch nie. Kandidat 4? Nur Shisha. Kandidat 5? Nein. Kandidat 6? Nein. Kandidat 7? Auch lieber Nummer 4, auch nur Shisha. Okay, keiner raucht, außer Shisha und Nummer 3 noch nie, glaube ich. Ja. Ich finde eigentlich Shisha-Rauchen nicht schlimm. Ich weiß nur, dass es auch sehr ungesund sein kann und soll im Vergleich zu Zigaretten. Deswegen würde ich mich da jetzt ganz oberflächlich mal danach entscheiden, zwischen den beiden, die halt ab und zu Shisha rauchen. Aber das ist so ein Pain. Ich hasse Entscheidungen. Eigentlich hasse ich Entscheidungen nicht, aber so oberflächlich auf jeden Fall. Tatsächlich bin ich im Entscheiden immer sehr krass. Wenn ich etwas mit mir einkaufen gehen, dauert eine Minute. Ja, 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 nein, nein. Oder auch genauso, wenn ich irgendwas sehe und es stehen krasse Entscheidungen, wo andere vielleicht Monate, Jahre überlegen, sage ich Bauchgefühl, ja, let's go. da bin ich dann schon sehr, ja. Aber das war halt schon sehr oberflächlich. Ne? Du kannst ja das gut, es das heißt ja auch daten mit Outfit, dass du anhand des Outfits datest, aber das ist schon was mir sehr schwer gefallen ist. Shisha habe ich früher so mit 19 echt viel geraucht und dann hat mein Vater mir mal so eine Statistik rausgesucht, wie viel eine Shisha im Vergleich zu Zigaretten oder so eine Schachtel Zigaretten vom Gesundheitsgrad her ähnelt, beziehungsweise sehr, sehr hoch war. Und dann habe ich sofort gelassen. Welche beiden haben Shisha geraucht? Heißt nicht, dass es schlimm ist, wenn immer eine raucht, aber passt auch da auf, dass es einfach nicht zu viel ist. Kandidatin? Nummer 4. Und? Und 7. 4 und 7. Mein Gott, die haben auch die gleichen Schuhe anfasst. Das sind, glaube ich, die zwei, die sind einfach Zwillinge. Ja. Ja, keine Ahnung, ganz oberflächlich ist es jetzt wirklich... Da lass dein Bauchgefühl entscheiden. dann ganz spontan Nummer 7, aber ist nichts Persönliches. Das ist richtig. Okay, Kandidat Nummer 7, du kannst dann jetzt hervorkommen. Oh, ich tut mir so leid. Hallo, Hallo, hallo. I'm so sorry. Kein Thema. Probier mal Shisha, Minze oder Apfel, ist gut. Okay. Oder? Ja, also wie gesagt, nochmal Respekt echt an die ganzen Kandidaten. Und sie so, also echt Respekt an die ganzen Kandidaten, die da mitgemacht haben. Was ich voll interessant fand, die Softop hat mir erzählt, dass sich bei mir auffällig viele Mädels beworben haben. Und ich habe gesagt, wir machen nochmal eine Runde mit Girls. Okay. Shisha-Schinken. Ach, du bist mal die Shisha geleitet. Ich habe früher voll viel geraucht. Mein Vaters Arzt hat irgendwann gesagt, Girl, stop it, das ist so ungesund. Und dann habe ich aufgehört deswegen. Du würdest mich schon abhängig machen. Der Papa wäre nicht beeindruckt. Aber schön, dass du da bist. Voll schöne Schüchchen, sehr schön akkurat geschnürt. Danke. Das Outfit ist auch eigentlich cute. Ja, es hat so ein Gaming-Vibe. Das mache ich ja eh. Mann, verdammt. Okay. Danke, dass du da warst. Danke für die Einladung. Tschüss. Ja, also wie gesagt, echt mutig, dass die Kandidaten da mitmachen. Weil gerade für Leute, die es nicht gewohnt sind, vor so, ja, das Video hat jetzt ja, glaube ich, schon jetzt gestern, ja, ich glaube so 18 Stunden ist jetzt online, fast 100.000 Aufrufe. Das sind ja viele Aufrufe und es wird auch noch mehr bekommen. Das heißt, du tust dich ja auch irgendwie vor so einem großen Publikum so ein bisschen exposen und stehst da dann und dann wirst du vielleicht abgelehnt und es ist irgendwie unangenehm und dann gibt es dumme Kommentare. Deswegen echt cool, dass ihr mitmacht. Ach Mann, bist du ready? Ja. 3, 2, 1. Tada! Oh! Höschen. Schick, schick, schick. Alle cool, oder? Ja. Hey, das sieht aus wie so eine Kollektion. Ja, genau, voll so. Was wollen Sie heute? Bisschen casual, ein bisschen schick. Ja, auch cool. So, also die gleich so Farben. Grün ist so heute in. Ja. Beige, blau. Nice. Welches Outfit findest du am coolsten? Kann ich gar nicht sagen, weil ich finde es immer schön, wenn jemand einfach
mal casual, mal schicker, mal ein bisschen sportlicher. Also ich bin eigentlich mit allem, was ich sehe, mehr als happy. Okay. Ja. Hast du eine Frage? Ja, wie heißt ihr denn? Ah, Kandidat Nummer 1, wie heißt du? Ja, mein Name ist Emre und bin 24 Jahre alt. Wie ist dein Name? Emre. Ah, Emre. Mhm. Kandidat Nummer 2, wie heißt du? Ich heiße Kai, ganz kurz und knapp, bin 31 Jahre alt. Mhm. Also cool, dass sie ein Alter direkt dazu sagen, ne? Kandidat Nummer 3, wie heißt du? Ich heiße Falk. Falls ich wundere, warum ich gerade runterschaue, das ist jetzt gerade übel random, weil ich muss danach direkt los. Ich lackiere gerade meine kleinen Stummelnägel, weil ich kaue extrem Nägel und habe gemerkt, seitdem ich mir die schön bestreiche, höre ich gerade auf, weil ich bin jetzt fertig. Tut mir leid, aber das musste ich kurz ansprechen. Ich höre zu. Nicht, dass ihr euch da wundert. So, seht ihr? Meine abgegessenen kleinen Stuppelchen sind jetzt lackiert. So. Und ich bin 24. Und hier nochmal zum Thema, wie die Leute dastehen. Also ihr seht ja, wie sollen die dastehen? Die haben direkt diese weiße Wand im Gesicht. Natürlich stehen die so ein bisschen nach hinten. Falk, der weiß richtig, der weiß richtig, wo er ist. Kandidat, na, ich glaube, da stört das Alter auch gar nicht, dass der 24 erst ist, weil er... Das finde ich eh egal, weil meine Mutter ist 11 Jahre älter als mein Papa. Mhm. Und meine Mama und mein Papa haben sich damals kennengelernt. Da war meine Mutter 31, hatte schon 2 Kinder. Mein Papa war 20, noch Medizinstudent. Und die sind bis heute zusammen, 35 Jahre happy verheiratet. Und mein Vater war einfach in dem Alter, glaube ich, schon so viel reifer, als ich es überhaupt bin heute. Das heißt deswegen, das sagt eigentlich gar nichts. Ja. Ja, es kommt immer auf die Person an. Natürlich würde ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie einen kennenlerne, der ist erst 20, würde ich mir schon denken, würde ich schon im ersten Moment denken, boah, das ist halt schon sehr viel Altersunterschied. Vor allem, ich bin in einem Alter, wo ich halt auch sage, ich möchte halt dann schon eventuell mit dem nächsten Partner, wenn es der richtige sein sollte, dann Kinder bekommen. Ja, und das ist halt dann schon was, wo viele 20-Jährige sagen würden, I don't feel it und da passiert noch irgendwie viel. Deswegen wäre ich da schon erstmal so, dass ich sage, boah, I don't know. Und klar, dann müsste man halt gucken, ob die Person halt passt. Meine Mutter dachte auch damals bei meinem Vater, meine Mutter war 32, mein Vater 20, 21. Und die dachte sich auch so, boah, nee, never. Und dann hat sie halt gemerkt, er nimmt es sehr, sehr ernst. Und wie gesagt, die sind seit 35 Jahren glücklich zusammen und verheiratet. Und Ausnahmen gibt es immer, sage ich mal so. Also wenn jetzt die Person mehr Lebenserfahrung in dem Moment gesammelt hat, kann sie nicht in der Form von Jahren, aber wenn die Person halt einfach, ja, einfach vom Charakter und Mindset da mir irgendwie ähnelt, why not? Also ich glaube, ab einem gewissen Alter würde ich vielleicht schon sagen, gibt es die Schwierigkeiten, aber ich sehe an meinen Eltern, dass es gehen kann. Aber ich würde, glaube ich, bevorzugen jemand, der schon auch, ja, in meinem Alter ist, glaube ich, so. Paar Jahre jünger ist jetzt nicht schlimm. Voll. Kommt mal echt auf die Person drauf an. Ja. Aber ich glaube, meine einfach so Kandidat Nummer 3, der ist, der steht gut im Leben. Ja. Ja. Kandidat Nummer 4, wie heißt du? Ich heiße Serhat und ich bin 24. Mhm. Kandidat Nummer 5? Ich heiße Nils und bin 22 Jahre alt. Mhm. Kandidat Nummer 6? Ich bin der Ben und bin auch 22 Jahre alt. Okay. Supi. Voll die Küken! Ich dachte, das sind 20, mir gehört die Welt. Freut mich, euch kennenzulernen. So, dann würde ich mal fragen, ob ihr zockt Computerspiele. Mhm. Und wenn ja, was am liebsten? Haut mal raus, Kandidat Nummer 1, was zockst du? Also ich musste zuerst sagen, ich stelle die Frage, weil natürlich ist auch irgendwo ein Teil meines Lebens Computerspiele spielen. Auch wenn ich diesen Job hier nicht machen würde, würde ich, wenn ich nach der Arbeit komme, wie früher sofort die Konsole anschmeißen und zocken und mich in diese Welt verlieren, weil ich sie liebe. Und ich liebe es sehr und das haben auch viele meiner Ex-Partner geliebt, wenn ich im Bettchen noch ein bisschen Switch gespielt habe, weil sie die Soundeffekte so toll fanden zum Einschlafen. Und generell mag ich es, wenn ich so ein Spiel spiele und einfach die Person neben mir zuschaut und das so voll mitfeiert oder vielleicht auch selber spielt und ich da zuschaue, man so gemeinsam, als würde man so einen guten Film gucken, nur in Form eines Games. Ich habe ab und zu gezockt, früher habe ich sehr viel Minecraft gespielt und bin dann später so in die Rocket League Schiene gegangen, aber irgendwann habe ich dann die Lust verloren und ja, habe mich mehr auf das Leben konzentriert. Ich will jetzt nicht sagen, dass Gaming so das Leben so ein bisschen zieht, aber ich finde das schon meiner Meinung nach so eine gewisse Zeitverschwendung ab und zu. Hey, du verdienst damit dein Geld. Das ist was anderes. Ich weiß nicht, ob man darauf stolz sein kann. Nee, das ist ja, du hast halt einen Firmenjob. Das ist halt ja, cool. Ja, deswegen eben. Aber ich check schon. Ich verstehe voll. Also ich muss auch sagen,
Ich habe immer, als ich noch nicht YouTube und Co. gemacht habe, halt auch nach meinem Job bin ich nach Hause und habe halt gezockt. Aber ich verstehe, wenn andere sagen, hey, ich gehe lieber in Sport, mach was anderes. Also, dass man dann irgendwo den Fokus verliert und sagt, ich bin halt karriereorientiert oder habe andere Hobbys, verstehe ich vollkommen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, es gab auch so ein bisschen die Phase, wo ich sagen musste, habe ich dann auch weniger gezockt. Gerade weil halt dann eben auch viel in der Uni parallel stattgefunden hat und dann noch irgendwie lernen und dann noch irgendwie die Aufgaben erledigen. Und dann hast du einen Bachelor und Master, da habe ich auch mal ein paar Wochen nicht viel spielen können, das verstehe ich. Voll. Ja. Kandidat Nummer zwei, wie zockst du? Ja, also ich habe eine Xbox und einen PC und zocke darauf relativ regelmäßig. War sehr auch in Hogwarts Legacy abgetaucht, als es rauskam so ein bisschen und ja. Das ist auf jeden Fall schon auch eine Leidenschaft von mir. Kandidat Nummer drei. Ja, als Sohn eines ITlers bin ich da relativ früh schon reingerutscht in die Schiene. Hatte relativ früh schon Zugang zu Computer und Spielekonsolen und bin deswegen so ein bisschen auch damit aufgewachsen. Früher auch tatsächlich mit meinem Vater zusammengespielt. Und ja, ich spiele eigentlich fast alles von Shootern zu Survival, zu Horror, zu auch mal, keine Ahnung, eine Runde FIFA oder sowas oder mit Freunden dann nach Arbeit, nach Uni. Eine Runde Mario Kart auf der Switch, das geht immer alles sehr gut klar, finde ich. Wow, Mario Kart war so geil. Wir haben Mario Kart 64 gespielt mit meinem Bruder mit der Regenbogenrunde. Das war so herrlich. Sehr schön. Kandidat 4, zockst du? Ja, ich zocke auch. Ich zocke sehr viel Call of Duty, Warzone, auch ab und zu FIFA. Ja. Kandidat wow. Nummer 6, nee, 5. Ich habe früher viel gezockt, also so vor 2-3 Jahren auch alles Mögliche, aber dann habe ich meine Ausbildung angefangen und wollte mich darauf konzentrieren und habe auch die Lust am Zocken verloren. Und ja, aber ich gucke gerne Streams von verschiedenen Streamern. So. Kannst du ihm ja die Lust wieder zurückbringen? Ich brauche nur jemanden, der zuschaut. Ja, das kann ich gut. Ja, eben, also ich bin tatsächlich ja auch jemand, meine Mutter musste mir früher immer zuschauen oder ich habe eine beste Freundin, die ist 26 Jahren, die musste mir auch immer zugucken und deswegen ist ja gut, YouTube-Videos und Streams, da habe ich Leute, die zuschauen, das heißt, ich muss einfach nur spielen können. Auch jemand, der mir zuschaut, mit dem ich es teilen kann. Kandidat Nummer 6, zockst du? Ich bin mit Minecraft aufgewachsen, habe wirklich von früh bis morgens immer gezockt, bin dann zu PUBG mal übergegangen, aber irgendwann habe ich dann einfach die Liebe daran verloren und mittlerweile habe ich auch gar keine Zeit mehr leider dafür. Mhm. Ja, verstehe ich. Okay, basierend auf diesen Antworten musst du jetzt eine rausfüllen. Also. Was zockst du denn? Alles außer FIFA. Das ist schon mal was, wo mein Öhrchen so erklingt, wo ich sage, boah, nee. Aber wenn es mal gezockt wird, ist nicht schlimm. Also FIFA ist das, was ich nicht mag. Ich würde die Person wählen, die gar nicht mehr so zockt. Welche war denn das nochmal? 5 oder 6. Richtig. Sonst hast du vielleicht eine Idee, wie du... Eine ganz schnelle Frage, wo du weißt, okay, das ist jetzt ein Ja oder Nein. Das ist halt, wie gesagt, absolut oberflächlich. Also das wussten wir aber auch. Es ist halt deswegen schwer, da jemand rauszuhauen, weil klar, würdest du halt im echten Leben nicht machen, weil jemand FIFA zockt. Die haben ein Problem damit, wenn die Frau mehr Geld verdient. Kandidat 1? Oh ja. Nee, absolut nicht, denn das für mich beide sind streng, also sind am einen Strang quasi. Und das ist mir egal, ob die mehr verdienen. 2? Nein, habe ich überhaupt kein Problem mit, würde ich auf jeden Fall unterstützen. 3? Würde ich auch supporten, kein Problem mit. 4? Kein Problem. 5? Kein Problem damit. 6? Genau das Gleiche. Die sind alle so toll! Ich nehme alle, ich mache einen Harem auf. Oh, Jungs, ihr seid super. Ich laber, oh mein Gott, das Gesicht. Ich hole Harem auf und dann das Gesicht. Ich würde halt dann jetzt ganz oberflächlich nach dem Gaming gehen und dann halt Nummer 1 oder die letzten beiden und da... die Schuhe da nicht schon so waren, würde ich sagen, Nummer 5. Das finde ich übrigens das ist voll cute. Ne? Habt ihr gesehen, was die halt gerade geschnitten haben? Weil ich bin jetzt ja eigentlich hier nach vorne gelaufen. Und das wäre so eine Szene gewesen, wo man halt extrem lang hätte auf meinen Hintern gucken können. Und da wurde extra drauf geachtet, weil es ja oft das Problem gibt, dass Leute ja halt einzelne Clips rausnehmen, auf Reddit hochladen und dann damit Schweinereien machen. Das haben sie zum Beispiel auch dann gesagt, dass sie das extra schneiden. Das fand ich jetzt sehr süß, weil ich stand da schon sehr lang und habe so gedacht, oh Gott, jetzt habe ich wieder so einen richtigen Hintern-Shot. Ich stand ja dann auch relativ hinten in der Kiste und das fand ich dann sehr, sehr nett von denen, dass sie das dann rausgeschnitten haben. Ich glaube, wir sehen das jetzt gleich nochmal. Jetzt ganz oberflächlich. Habt ihr es gesehen? Bin ich dann gleich... hier weg. Ich meine, ich habe kein Problem mit meinem Booty, ne? I don't care. Aber ihr wisst ja, was ich meine.
Und das fand ich dann schon sehr cool. Nach dem Gaming gehen und dann halt Nummer 1 oder die letzten. Hier durfte ich mich auch so ein bisschen hinter die Kiste stellen. Das war dann auch ganz cool. Ich finde es trotzdem krass, ne, wenn man mal wieder sagt, weil ihr immer mit eurem Selfies und so meint, ich bin nicht fotogen, ich sehe da ganz anders aus. Man sieht ja auch an dem Kamerawinkel, wie extrem unterschiedlich jetzt hier alleine schon, wenn ich hier stehe, die Figur wirkt, nur wegen dem Kamerawinkel. Und sobald man nach vorne geht, sieht man wieder komplett anders aus. Wisst ihr, was ich meine? So dieser Kamerawinkel hier, der zieht einen richtig in die Breite. Und das ist genau das, was ich immer sage, wenn ihr irgendwie mal Fotos von euch macht und denkt, oh Gott, wie sehe ich denn da aus? Schaut in den Spiegel. Schaut nicht, wie euer Gesicht aussieht in der Kamera oder euer Körper oder sonstiges. Außerdem sagt man ja auch, dass gerade auf Fotos und Videos man generell auch ein breiteres Gesicht hat und vor allem auch der Körper anders wirkt. Also oftmals ist es so, dass man sagt auf Fotos, wow, es hat die eine krasse Figur. Und wenn du die in Real Life siehst, sehen die teilweise noch viel schlanker und zierlicher aus, weil es auf dem Foto ganz anders wirkt. Das hat mir mal ein Fotograf erklärt, aber ich weiß nicht mehr warum. Aber es fand ich sehr interessant gerade. Dann jetzt ganz oberflächlich nach dem Gaming gehen und dann halt Nummer 1 oder die letzten beiden und da die Schuhe dann nicht schon so waren, würde ich sagen, Nummer 5. Also, okay, Kandidat Nummer 5. Ganz oberflächlich, I'm so sorry. Ja. Du kannst jetzt hervorkommen. Cool. Hallo. Hallo! Es ist so oberflächlich, I'm so sorry. I'm so sorry. Und vielen Dank, dass du mitgekommen hast. Ja, danke, dass ich komme. Ich mag deine Hose. Danke. Die ist cool. Cool, ist auch sehr bequem. Ja. Danke. Oh. Du bastelst dir so deinen Kleiderschrank zusammen. Genau, ich habe schon mal Schuhe, eine Hose, ich brauche noch ein Oberteil. Jetzt warten und ein Oberteil. Hey, aber auch ein lieber. Ich mochte so eine Locken. Ja. Sieht ganz süß aus. Ja. Oh. Nächste Runde. Und zwar darfst du jetzt wieder eine Frage stellen. Mhm. Am besten eine und dann direkt wieder eine Antwort. Genau. Was wäre für euch eine Red Flag an eurer Partnerin? Okay. Kandidat 1, was wäre eine Red Flag an Jasmin? Also definitiv, wenn sie unpünktlich ist, denn ich lege sehr viel Zeit auf Zeit und Zeitmanagement ist mir wichtig. Und wenn sie auf Dauer sehr, also viel unpünktlich ist, dann macht mich das auch ein bisschen wütend. Sag ich. Also nicht wütend, sondern ich bin sehr enttäuscht, deswegen unpünktlich ist eine Red Flag. Ja, dann sei mal froh, dass du nicht Amar datest. Der musste sein, ja, Amar. Jeder weiß, dass der immer unpünktlich kommt und nicht nur irgendwie so 10 Minuten, sondern manchmal 1 bis 2 Stunden. Sorry, Amar, aber da musste sein. Du hast uns alle schon warten lassen. Kandidat Nummer 2. Was wäre eine Red Flag bei Jasmin für dich? Wenn jemand ungeduldig ist, dann finde ich das auch manchmal ein bisschen schwierig. Oder eben also die Klassiker, halt Unehrlichkeit. Man sollte immer ehrlich miteinander sein in einer Partnerschaft und klare Kommunikation haben. Das ist mir wichtig. Sehr schön. Mhm. Kandidat Nummer 3. Abgesehen von den Standards ist für mich als klarer Nichtraucher das Zigarettenrauchen eine starke Red Flag. Ich finde, das riecht sehr schlecht. Es ist eklig. Man schmeckt es beim Küssen. Die Finger verfärben sich. Das ist, ja, ich finde das einfach extrem unästhetisch, unattraktiv. Ich liebe es, wie ihr redet. Ja, so sehr für so mich straight, eine ne? starke ja. Red Flag. Ja. Wird so ein bisschen ja. politikermäßig. Ja. Ne? Ich glaube, das ist eine KI, der ist gar nicht echt. Neues Experiment. Das ist ChatGPT. Ja. Was mag Nu? Kandidat Nummer 4, was wäre für dich eine Red Flag? Also bei mir ist Pünktlichkeit auch sehr, sehr wichtig, also Unpünktlichkeit. Ich habe das Gefühl, dass wir auch gerade so durch die Möglichkeit mit WhatsApp einfach schon auch viele so ein bisschen einplanen, zu spät zu kommen, weil ich kann ja in WhatsApp schreiben, ich komme doch später. Ich sag mal so, es hat mal jemand gesagt, wenn du abgeholt wirst, dann darfst du niemals den, der dich abholt, warten lassen, weil das ist respektlos. Also bei mir ist so, ich stehe dann schon 5 Minuten vorher unten. Kann schon mal auch vorkommen, dass ich jetzt irgendwie mal gerade in Eile bin und schnell noch was zusammenraufe und packe, aber es sind nicht mehr als dann irgendwie 2-3 Minuten. Aber ansonsten, ja, finde ich auch, wenn jemand immer zu spät kommt. Also es nervt mich zum Beispiel, wenn du dich mit Leuten triffst und weißt, du musst denen eigentlich schon eine Stunde später die Uhrzeit angeben, damit sie vielleicht pünktlich sind. Sagen wir mal, du sagst jetzt einer Person, wir treffen uns um 15 Uhr. Und du kommst dann um 16 Uhr, weil du weißt, es dann auch da. Also das finde ich halt einfach nervig. Ich finde es dann halt auch irgendwie,
ab einem gewissen Punkt respektlos. Dass man sich mal verspätet wegen Stau oder irgendwas anderem, ja, aber halt nicht ständig, weil das würde mich auch nerven. Ich achte da auch sehr drauf. Wenn wir zum Beispiel Termine mit Kunden haben, sind wir teilweise schon eine Stunde eher da und dann kommen irgendwelche anderen Creator teilweise eine Stunde später, lassen mich und das komplette Team extrem lang warten und dadurch verzögert sich ja auch für uns alles. Ich finde das einfach respektlos. Also es ist aber auch echt oft so. Ich finde, das macht man nicht. Gerade wenn du weißt, dass da irgendwie viele Leute da sind, die ja auch irgendwie ihren Job machen und auch nach Hause wollen und dann nicht noch irgendwie bis 23 Uhr irgendwas drehen wollen. Und ja, wie der Kollege neben mir gesagt hat, Rauchen ist auch sehr, sehr, würde ich sagen, katastrophal. Und ja, wenn man halt als Mädchen jetzt irgendwie immer ungepflegt ist. Immer was? Ungepflegt ist. Ungepflegt? Genau. Ja. Geht aber für beide. Ja, generell. Kandidat Nummer 5, was wäre für dich eine Red Flag? Also ich finde, extreme Eifersucht ist wirklich schlimm und halt dieses Kontroll, dass man immer alles wissen will und keine Ahnung, wissen will, wohin man geht und alles. Aber auch irgendwie, wenn man drogenabhängig ist oder dauernd kiffen muss und halt. Oh je, der Arme spricht doch von Erfahrung. Also ich muss sagen, jemand, der immer wissen will, wo ich hingehe, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mein Partner wusste immer, wo ich hingehe, aber nicht, weil er mich kontrolliert hat, sondern einfach, weil ich wollte, dass er weiß, wo ich bin. Also zum Beispiel, dass er einfach weiß, ich bin jetzt bei einer Freundin, ey, und wenn irgendwas passieren sollte, dann weiß der, wo ich war. Also so habe ich eher gedacht. Bei mir ist zum Beispiel so, deswegen hat auch einer meiner Ex-Partner gesagt, oder eigentlich die meisten, was ich sehr süß fand, das hat mich sehr gefreut, das ist jetzt kein Eigenlob, es hat mich einfach gefreut, weil es mir dadurch bewusst geworden ist, dass ich eine der treuesten Personen bin. Was meinen die damit? Also bei mir ist zum Beispiel so, ich habe echt gar kein Problem. Es war zum Beispiel oft so, dass wir zum Beispiel dann einfach, ich habe mein Handy dann irgendwie meinem Partner gegeben, der konnte dann irgendwie auf TikTok bei meinem Handy gucken. Der hat von mir aus, konnte der irgendwie ohne for free komplett in Instagram alles durchschauen. Was auch wichtig ist, ne, in Instagram sind bei mir 5 Leute eingeloggt. Das heißt, wenn ich da irgendwas machen würde, würden 5 Leute mitlesen aus dem Management. Nur mal so. Aber ich hatte nie ein Problem und das merken meine Partner, weil ich würde meinen Partner nichts verheimlichen. Warum auch? Also auch wenn mir irgendwie Freundinnen, Freunde schreiben, das ist auch nie ein Thema. Und ich würde immer meinen Partner sagen, wo ich bin. So genauso wie es meiner Mutter sagt, einfach aus Sicherheitsgründen für mich, dass nicht einfach, wenn ich irgendwie lost gehe, keiner weiß, wo ich war. Aber das sind eigentlich die Hintergründe. Und zum Beispiel hatten auch meine Partner nie Probleme damit, dass ich auch männliche Freunde habe, mit denen man mal einen Kaffee trinken geht. Also ich glaube, aus dem Alter sind wir raus, dass man wegen sowas eifersüchtig sein sollte. Deswegen das nur mal dazu. Aber er redet jetzt echt so, dass man echt merkt, er hatte voll die schlechten Erfahrungen. Getraucht und so, weil ich diesen Geruch auch überhaupt nicht mag. Ich glaube, da hat jemand schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, ich muss sagen, ich hasse den Geruch von Gras. Ich muss auch sagen, mich nervt es, dass ich diesen Kackgeruch jetzt damals wie in New York an jeder Ecke irgendwie riechen musste. Stinkt so ekelhaft. Gilt eigentlich auch für Rauchen. Ich weiß, da geht jetzt die Diskussion los, dass viele sagen, da muss man Alkohol auch verbieten und dies und das. Ich kann nicht sagen, wegen Legalisierung oder sonst was. Ich habe da eh nicht das Sagen, aber ich finde einfach den Geruch übelst penetrant und nervig und keine Ahnung, was ich davon halten soll, aber das ist was, wo ich auch sagen würde, das würde ich gar nicht wollen. Also wir haben vorhin darüber geredet, du willst die Leute therapieren. Das sind ja so explizite Dinge, wo ich glaube, dass das gerade auch eine persönliche Erfahrung ist. Das sehe ich auch. Ich meine, ich wurde auch schon betrogen in Beziehungen. Und ich glaube, es ist immer wichtig, dass man halt versteht, der neue Partner ist ein neuer Partner. Ja. Der hat halt einfach nochmal einen Z-Punkt auf Null verdient und das ist eine andere Person. Ich höre gerade, da läuft Musik im Hintergrund. Und das nicht auf die Person projiziert, dass sie das genauso gleich macht. Deswegen, ich glaube, ich höre so ein bisschen. Bist du der Meinung, dass wenn man in eine neue Beziehung geht, dass man dann komplett geheilt sein muss? Sonst geht es nicht? Ich glaube, man muss halt dem Gegenüber auf jeden Fall sagen, dass man da halt eben Probleme hat. Aber ich finde, man darf nicht auf den Partner oder Partnerin projizieren, dass die einen jetzt das Leben rettet. Also ich habe manchmal so das Gefühl, wenn die neue Person, die muss damit klarkommen. Nein, so, also bis zu einem gewissen Grad. Man kann ja schon unterstützen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Partner hätte, der anfängt, in mein Handy zu schauen, obwohl ich überhaupt nichts gemacht habe, fände ich das schon schwierig, weil ich halt nicht dafür verantwortlich bin, dass er mir irgendwann vertraut. So. Das kommt ja auch mit der Zeit. Ich finde es schon okay, wenn man gerade frisch zusammenkommt und ich weiß, ja, okay, da baut sich das Vertrauen auf, aber es sollte irgendwann der Punkt kommen, wo man sagt, ich kann der anderen Person vertrauen. Total. Ja, und ich finde, man kann ja dann auch sagen, hey, wie kann ich in dir helfen? Was würde dir helfen, dass
du mir vertrauen kannst. Ich fände es dann trotzdem schwierig, wenn die Person sagt, lass mich in dein Handy glotzen. Weil da würde ich sagen, das ist ja schon sehr krass übergriffig, auch wenn ich nichts zu verheimlichen habe, finde ich, ist das einfach schon wieder so ein Zeichen mit, die Person vertraut mir halt null. Und ich finde es auch übelst abturnend. Also ich weiß, wie es euch geht, aber da irgendwie in das Handy zu glotzen und irgendwie so diese übelste Eifersucht zu haben, das wäre für mich, glaube ich, wenn ich jemand hätte, der so richtig eklig eifersüchtig ist, ich glaube, ich würde mich sofort verzischen. Weil, ne, könnte ich nicht. Könnte ich, glaube ich, nicht. Weiß ich nicht. Nee, glaub nicht. Aber ich finde es trotzdem gut, wenn man dann drüber spricht und halt sagt, hey, du hattest da und da eine schlechte Erfahrung, was kann ich tun, dass du dich bei mir besser fühlst? Wie kriegen wir das zusammen hin? Das definitiv, aber man wünscht sich dann ja auch schon nach ein paar Wochen, Monaten eine Besserung. Ist jetzt was anderes, als hätte, wenn ich jetzt was Schlimmes verbrechen würde und die Person bräuchte wieder Zeit, um mir zu vertrauen, aber wenn ich nicht mehr damit was zu tun habe, fände ich es schwierig. Wen von diesen wunderbaren Jungs musst du jetzt rauswählen? Oh, es wird immer schwieriger, ne? Die sind echt, ich bin richtig überrascht, die sind ja alles richtig krasse Typen. Ja. Ich glaube, also ich fand auch die letzte Antwort ganz toll, weil man einfach gemerkt hat, dass jemand, der sich öffnet, der erzählt direkt, das ist für mich, geht für mich nicht, hatte ich wahrscheinlich schon Erfahrung, hat mir sehr gut gefallen. Ja. Fand auch von Person Nummer 3 sehr straight up. Ich glaube, ich würde tatsächlich Kandidat Nummer 4 sagen, warum? Aber ich weiß auch nicht warum. Okay. Ich weiß nur, dass mir bei allen irgendwas im Kopf geblieben ist und da nichts, aber auch gar nicht böse gemeint. Okay, er hat so ein bisschen Standardsachen gesagt, meinst du? Ja, aber es ist auch schwer, wenn man halt immer als letztes antworten muss, ne? Ja. Du sollst jetzt halt immer das nach, was andere sagen. Das können ja nächste Runde von hinten anfangen. Ja, okay. Das wäre echt fair, ja. Ja. Okay, Kandidat Nummer 4, du kannst dann jetzt hervorkommen. Aber es gibt keinen sichtlichen Grund, so. Das ist, ja. Das ist einfach ein Feeling. Schlag mich nicht. Hallo. Hi. Hallo. Ja. Alles klar? Hallo, ja. Da haben wir es mitgemacht. Das ist gar nicht Dankeschön. Irgendwie böse gemacht. Alles schön, dass du da bist. Ganz ruhig. Dankeschön. Ja. Hey, voll cool mit dem Pulli. Ja, voll süß. Hätte ich Dankeschön. Das gesehen, dann ich alles. Es gibt immer einen Pluspunkt. Ja. Richtig. Cool. Und du hast ein sehr gutes Komfort dran. Ja, danke schön. Was ist denn das? Das ist Kirke. Merkt euch, das riecht richtig gut. Steht dir. Dankeschön. Ich hätte riechen sollen an euch. Ja, hättest du Oh, das kannst du bei der nächsten Runde machen. Ja, ich rieche. Ja. Verdammt. Okay, danke, dass du mal da Kann ich gerne machen. Tschüss. Alles klar. Tschüss. Ciao, ciao. Immer nett. So richtig gepflegt. Ja, so richtig auch so schön gestrahlt. Also eigentlich gefällt mir sehr gut. Ja. Jetzt habe ich halt verkackt. Nächste Runde. Yay. Hey, welches Outfit findest du auf Anhieb am coolsten? Genau, deswegen sage ich auch immer so, sich selber pflegen, das sieht man. Wenn du so einfach selber darauf achtest, irgendwie, dass die Haare ordentlich sind, du einfach ordentlich gekleidet bist, dann. Am coolsten würde ich sagen, der Anzug und der rosa Pulli. Ja? Ja. Das sind so zwei Seiten, die du gerne hättest bei einem Boy? Ja, das sieht so smooth aus. Cool. Und welches Outfit findest du nicht so perfekt? Kann ich gar nicht. Ich finde die eigentlich alle gut. Das ist nicht so, ich sage. Also wie gesagt, müsst mal sehen, wie ich rumlaufe. Deswegen, Outfit ist mir eigentlich... Aber der ist geil, der Aber die fallen mir schon auf, weil das einfach so farblich super abgestimmt. Ich mag auch das Schwarze sehr. Ich mag aber auch das einfach ganz... Das ist so dieses Gamescom-Gamer-Style mit einfach gelbem Shirt und so eine hellblauen Jeans mag ich auch. Also... Gelb? Grün. Bist du warm? Ne, dachte ich gerade. So was jetzt? Sehe ich gelb. Sorry. Ja, ich finde, Kandidat 4 sieht auch gut aus. Ja. Ja. Okay. Hast und die haben alle eine sehr gute Haltung. Ah, stimmt. Gebt euch mal echt Mühe sagen. Oder Und die stehen da schon seit einer Stunde so, ne? Nee, also ich glaube, die stehen tatsächlich einfach alle gut da. Die sehen aber auch alle so aus, als würden sie Sport machen. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir kommen nämlich zum Thema Hobbys. Kandidat Nummer 4, welches Hobby hast du? Für mich ist Gym ein richtig, richtig wichtiger Punkt im Leben, weil das irgendwie so mein Ausgleich zum Alltag und... Ich gehe auf jeden Fall immer viermal, ich versuche auch fünfmal die Woche zu gehen. Das ist irgendwie, also das ist so Pflicht bei mir, das mache ich, das brauche ich, ja. Oh, super. Kandidat Nummer 3. Ja, ich mache auch relativ viel Sport. Allerdings bin ich tatsächlich eher auch dem Motorsport zugeneigt. Ich fahre sehr, sehr gerne Motorrad. Das ist für mich so, ich sag mal, das fehlende Quäntchen Glück im Leben. So was mich zu dem Menschen macht, der ich bin. Krass. Ich war ja mal in einem, für Forza war das. Am Nürburgring. Ey, da müssen wir die Szene, wo ich schreie, einblenden, bitte. Das war so furchtbar, schaut sich an. Und bin 5 Stunden dort gefahren, um anschließend gegen verschiedene Creator ein Rennen zu fahren. Und ich dachte, ich kotze.
Echt? Also ich bin da recht, also ich hasse Geschwindigkeit, aber wenn es sein Hobby ist, easy, ne? Ja, wenn ich nicht mitmachen muss, aber boah, Geschwindigkeit, das ist für mich, das ist immer so absurd, weil deutsche Autobahn unbegrenzt, ich bin immer die Schnecke, die rechts ist. Und ich werde sogar von LKWs überholt und man merkt schon, er will gehen. Er will jetzt schon gehen. Mich überholen LKWs. Ja. Aber cool. Vor allem, du hast voll das schicke Auto und dann joggerst du auf der rechten Seite. Das ist ja Ironie an sich, aber ich finde es cool, wenn jemand ein anderes Hobby hat, weil ich finde auch Gegensätze können sich anziehen und man kann auch immer wieder Neues lernen. Also ja, hat noch nie einen Unfall verursacht. Wenn, dann sind mir Leute reingefahren, aber ich habe noch nie im Straßenverkehr einen Fehler gemacht, dass ich einen Unfall gebaut habe. Klopf auf Holz. Und ich bin eine sehr gute, also ich höre öfter, ich möchte mich nicht selber loben ein zweites Mal, aber ich bin eine echt gute Fahrerin. Also ich gucke wirklich, ich bin eine sehr gute Fahrerin und umso schlechter, eine schlechtere Beifahrerin. Also ich kriege Schnappatmung, wenn ich neben jemandem sitze, der zu nah auffährt, der zu schnell fährt, der riskant fährt. Ey, da werde ich richtig nervös, da sage ich dann auch, fahr bitte langsam, es tut mir so leid, aber ich kann da nicht drin sitzen. Das hasse ich, hasse es, wenn jemand rast. Ey, letztens hatte ich wirklich eine unmögliche Situation, die mich so aufgeregt hat, wie, glaube ich, noch nie was im Verkehr. Da musste ich auf zwei Spuren links einen LKW überholen. Da kam so eine blonde, junge, dumme Kuh mit ihrem scheiß Mercedes mit 180 Sachen angefahren, klebte mir am Arsch, hat mich so unfassbar gedrängt, geblinkt und sie hat gesehen, ich konnte nicht rüber. Und ich bin dann halt, musste halt auch Gas geben, weil ich dachte, die fährt mir gleich drauf, also auch voll die gefährliche Situation, bin rüber und dann hupt die mich noch aus. Und ich wollte eigentlich ihr scheiß Kennzeichen aufschreiben, weil die hätte ich angezeigt, es wäre mir scheißegal gewesen, die hätte ich angezeigt, ich hätte es auch gerne gefilmt, weil das ist ein Verhalten, wie asozial kann man sein, damit so vielen Sachen anzufahren, Leute zu bedrängen, obwohl man weiß, es geht nicht anders. Ich muss sagen, ich hasse diese Autofahrer. Ich habe einen richtigen Hass gegen Leute, die so scheiße fahren, die sehen, man kann gerade nicht schneller fahren und vor ihnen ist jemand, der einfach langsam fährt und sich in ihrem scheiß Auto so sicher fühlen. Ich habe im Auto Sachen schon erlebt, ich habe in Autos schon Sachen erlebt. Einer hat mir mal angedeutet, dass er mich gerne lecken würde, der andere hat mir so einen Blowjob angezeigt, richtig frech. Einer hat mich mal eine Dreiviertelstunde, da war ich kurz davor, die Polizei zu rufen, in der Autobahn eingekachelt, dass ich nicht raus konnte. Der hat mich zwischen zwei LKWs eingesperrt und ist immer wieder so gefahren, dass ich nicht raus konnte, um mir am Ende an der Ampel mich auch noch zu zwingen, eine Ausfahrt rauszufahren, die ich nicht wollte, um mir seine fucking Nummer zu geben. Also was eine Scheiße. Und ein erwachsener Mann im Auto hat mir, weil er mich so bedrängt hat und ich gerade noch über Orange gekommen bin, weil er wollte, dass ich fahre und ich dachte, wenn ich jetzt bremse, fährt der mir drauf, hat er mir beide zwei Mittelfinger gezeigt. Da bin ich ausgestiegen, habe den an die Scheibe geklopft, habe gefragt, sind Sie eigentlich nicht mehr ganz dicht? Und dann so, Entschuldigung, Entschuldigung. Es ist immer so, wenn du die Leute konfrontierst aus ihrem Scheißauto heraus, dann sind sie so klein. Und in ihrem Auto benehmen sie sich wie die Arschlöcher, wie das Internet. Und es geht mir so auf die Nüsse. Und deswegen muss ich sagen, ich finde es nicht gut, dass man auf der Autobahn so schnell fahren kann, wie man möchte, außer es ist echt nichts los, es ist spät Abend und du belästigst keinen. Aber bei vielem Verkehr finde ich es einfach nur stressig und nervig, weil es immer wieder Leute gibt, die sich nicht benehmen können. Das muss ich einfach mal ragen. Und deswegen muss ich sagen, immer wenn unbegrenzt ist, kriege ich es Kotzen. Da muss ich sagen, lobe ich mir die Schweiz, denn da ist es nicht so. Und jeder, der zu schnell fährt, kriegt richtig harte Strafen. Und also manche Leute denken, sie sind am Nürburgring. Und ich rede jetzt nicht von den Leuten, die sagen, hey, die Straßen sind frei, ich fahre jetzt, wie ich will. Ich rede wirklich von diesen Raser-Arschlöchern, die dann nicht mal irgendwie Abstand halten können. Echt, das geht mir richtig auf den Sack. So, der Rage musste mal sein. Finde ich eigentlich gar nicht. Das ist ja für mich auch eine Red Flag. Recht, wenn man jemand, der sagt, fährt wie ein Vollidiot. Hey, und vor allem kann ja auch mal ein Partner sein eigenes Hobby haben, mit dem man selber nichts zu tun hat. Voll. Zum Beispiel. Oder was zu erzählen. Ja. Kandidat Nummer zwei, welche Hobbys hast du? Ja, also ich fahre Ski, seitdem ich 4 Jahre alt bin. Ich habe letztes Jahr meinen Tauchschein gemacht, mache auch gerne Sport. Also das ist auf jeden Fall ein großer Teil meines Lebens und meine Leidenschaft ist das Kochen. Cool. Cool. Würdest du auch deiner Partnerin Skifahren beibringen? Ja klar, gerne. Geil, weil ich bin gar kein Problem. Kandidat Nummer eins, was ist dein Hobby?
Ich bin seit 7 Jahren im Boxverein, also mein Hobby ist eindeutig Boxen. Und was mir sehr wichtig ist, ist, dass ich mich jeden Tag persönlich weiterentwickle. Das heißt, das ist auch so ein Hobby, ich suche mein Thema raus und informiere mich da bis zum Totschlag mäßig und will einfach so der Beste in dem Gebiet sein, wo ich mich so dafür interessiere. Hey, oh mein Gott, das habe ich mir auch mal vorgenommen. Jeden Tag eine Doku gucken oder so. Ja, ja, da kann, ja, Atomic Habits heißt es doch. Jeden Tag die 1% Methode, jeden Tag 1% besser. Ja. Finde ich gut. Ich habe auch lange, sehr lange Kampfsport gemacht, auch Kickboxen. Habe dann aber irgendwann gemerkt, dass ich mich jedes Mal was breche. Also ich hatte, glaube ich, zweimal die Rippe gebrochen, zweimal Schlüsselbein und mein kleiner Zeh steht ab. Der ist jetzt so. Oh Gott. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, die Männer haben ihre Kraft nicht irgendwie bei mir im Griff. Deswegen habe ich dann erstmal geskippt und bin auf eine andere Kampfsportart gekommen. Mhm. Ja, also der eine Vollidiot hat mir einen Roundhouse-Kick, ne? Einen Roundhouse-Kick, der nichts da zu suchen hatte, gegen meine kleine zierliche Rippe geballert. Also manche Leute sind einfach Vollidioten. Oder sie haben zum Beispiel nicht die Pratze getroffen mit einem Sidekick, sondern meine Rippen. Und das sind halt wirklich Sachen, wo ich mir echt gedacht habe, und es sind wirklich nicht jetzt irgendwie junge Leute gewesen, waren wirklich erwachsene, ausgewachsene Männer, die da irgendwie beweisen mussten, wie stark sie sind. An mir. An mir. Und das fand ich einfach Panne. Vor allem gerade, wenn man überlegt, dass jemand ja vielleicht noch unerfahren oder unerfahrener ist. Das war mir dann irgendwann einfach zu gefährlich. Deswegen habe ich dann gesagt, ich mache eine Kampfsportart, die vielleicht mehr darauf ausgerichtet ist in Richtung Prävention, falls irgendwas passiert. Was mache ich, wenn ich in einem hysterischen Zustand bin und gerade angegriffen werde? Was sind die letzten kleinen Fitzel, die mir irgendwie im Kopf bleiben? Und es sind meistens die einfachsten Dinge wie Handy rausholen, jemand anrufen, die Person im Auge behalten, laut rufen, rennen. Was kann ich machen? So diese Dinge, ne? Was hast du für Hobbys gerade? Arbeit. Nee, also neben Arbeit, na klar, meine Leidenschaft Gaming, aber ich mache schon sehr viel Sport. Also ich liebe Wandern. Sport kann ich jetzt endlich wieder machen. Ich durfte jetzt 4 Wochen keinen Sport machen, auch zu der Zeit schon. Ich habe mich nochmal dazu entschieden, weil ich habe ja damals vor einem Jahr meine Eizellen einfrieren lassen. Einfach für den Fall, dass, keine Ahnung, die Beziehung beendet ist und ich habe keinen Bock dann irgendwie auf Panik, jemanden zu daten oder es später doch Schwierigkeiten gibt oder man irgendwie doch vielleicht eine Endometriose entdeckt oder einen Eileiterplatz oder was kann nicht alles passieren. Ich habe halt durch viele Freundinnen, die jetzt mit 38 noch irgendwie Kinder haben möchten, sich doch auf einmal dazu entschieden haben, gemerkt, dass es doch gar nicht so einfach ist. Und ich merke halt eben so dieses, oh, wir probieren es, oh, wir sind schwanger. Das ist bei vielen nicht der Fall. Ich glaube, das wird oft irgendwie unterschätzt, weil es bei vielen so leicht wirkt. Es gibt halt auch Fälle, wo du halt einfach jahrelang versuchst, schwanger zu werden. Das ist so ein zermürbender und anstrengender Prozess. Deswegen ganz viel Liebe und Glück an alle, die es gerade probieren. Es ist so wie für den Mann, so wie für den Partner und die Partnerin einfach nur ein Akt. Und auch wenn du es irgendwie versuchst durch eine Insemination, das bedeutet, dass du halt versuchst mit Stimulierung dann eben da was zu erreichen oder du entscheidest dich halt wirklich dann direkt den Samen so gesehen einzupflanzen. Das sind trotzdem alles Methoden, die können halt schief gehen. Und es ist für jeden Monat immer wieder mit Hormonen vollgepumpt zu sein und zu hoffen, einfach zermürbend. Und deswegen habe ich mir gesagt, ich möchte da gern vorsorgen. Es ist arschteuer, ich weiß, aber es war einfach was, womit ich mich jetzt einfach wohler fühle. Und ich weiß ja auch nicht, was in den nächsten Jahren so bei mir kommt, da ich jetzt eben auch wieder keinen Partner habe. Und das war auch gerade eine Phase, wo ich wieder keinen Sport machen durfte, weil ich stimuliert war. Da hat man ein ganz, ganz schlimmes, geschwollenes Bäuchlein. Das habe ich auch immer noch. Es tut richtig, ist richtig, ist auch echt schon schmerzhaft, finde ich, dieser ganze Aufwand. Und ich verstehe auch, wenn Leute sagen, sie haben gar keinen Bock auf sowas und dann soll es nicht sein. Auch ein Thema, wo ich sage, das muss jeder für sich wissen. Aber deswegen freue ich mich heute, dass ich wieder das erste Mal seit, glaube ich, 4, 5 Wochen wieder Sport machen darf. Das ist schön, da freue ich mich. Ich liebe auch laufen gehen, neue Sportarten ausprobieren, so ein bisschen sich selber challengen. Ich will ein Musikinstrument anfangen. Ich bin ja halt Geige. Oha. Aber ich muss die Zeit freischaufeln. Ich bin ja halb Türkin, ich will Türkisch lernen. Ja. Also so ein bisschen mehr auch in die Richtung, wo ich mein Brain mehr. Ich liebe Malen zum Beispiel. Bist du auch gut oder machst du es? Ja. So? Ja. Aber es weiß irgendwie keiner, weil das einfach nur so für mich behalte. Ja, ist eigentlich voll dumm. Ich bin echt gut im Malen. Aber das sind so meine Hobbys, würde ich sagen. Wie, welches dieser Hobbys spricht dich denn jetzt am meisten an? Boxen, Skifahren, Motorsport, Gym.
Ja, schwierig. Ich glaube tatsächlich, dass ich mich mit Skifahren gar nicht identifizieren kann. Das ist auch absolut oberflächlich. Aber da habe ich schlechte Erfahrungen mit. Mit Skifahren oder mit Skifahren? Mit dem Skifahren. Nein, es war immer so die Red Flag, dass ich nicht Skifahren kann. Und irgendwie, ich hasse Kälte. Oh, du arme Maus. Ja, der hat aber auch einen Tauchschein. Ich weiß, es ist wiederum cool, aber ich glaube, so Skifahren ist was, was ich, glaube ich, nie lernen werde, weil ich zu tollpatschig bin. Nee, ich glaube, oh Gott, das Gesicht. Ich glaube, wenn ich gemerkt hätte, so, ja, Thema Skifahren, man nimmt sich da die Zeit, um mir das beizubringen und bemüht sich da, hätte ich sicherlich Lust gehabt, das Gefühl hatte ich aber nicht. Deswegen, ich glaube, dann kann das schon ganz toll sein, aber wenn du halt irgendwie in den Urlaub gehst und es sind nur Profis dabei und du bist irgendwie die Einzige, die es gar nicht kann, ich glaube, da hätte ich wirklich jemand gebraucht, der sagt, komm, wir machen jetzt zusammen einen Anfängerkurs, danach bringe ich es dir bei. Und dann opfert man halt mal 2, 3 Urlaube und versucht der Partnerin das Skifahren beizubringen. Das hätte ich sehr schön gefunden. Ich glaube, dann hätte man mich auch dafür begeistern können. Aber ich habe mich immer eher so als Last gefühlt. Deswegen musste leider jetzt der Herr aufgrund dessen darunter leiden. Wenn es Tag lernen sich mal Zeit nimmt, aber ich mag die Kälte gar nicht. Okay, dann Kandidat 2 raus. Kandidat 2. Wenn also du da draußen bereit bist, mir Skifahren weit, nein, Spaß. Ja, es ist so schwer, es tut mir so leid, es ist so doof. Das ist so eine süße Maus. Hallo. Hallo. Es ist so unfassbar oberflächlich. Schön, dass du da bist. Hallo. Hi, danke, dass ich dabei sein durfte. Ach, ja, mit den Schuhen. Können wir drüber reden. Ja, cool. Dann habe ich jetzt schon Schuhe in Hose. Tschüss. Geht schon. Ja. Tschüss. Bereust du es? Ja, ist voll gemein. Ja, weil es ist halt, wie gesagt, man kann halt die Leute nicht richtig kennenlernen, aber er hat es mir nicht böse genommen. Das spricht für ihn. Nee, es war auch ein Lieber. Hast du eine Frage? Oder möchtest du einen Joker nutzen? Ja, wir hatten ja einen Schnüffeltest. Mhm. Und da es wahrscheinlich weirde Clips geben wird, wenn ich das tue, haben wir hier einen Joker. Ja. Ich möchte gern deinen Hund als Orakel nutzen, weil man sagt ja oft, dass Tiere irgendwie schon auch mit manchen Menschen viben. Und wir haben ja gerade gemerkt, wie gut jemand nach Parfum riecht. Und das ist mir auch sehr wichtig, weil ich rieche sehr gut. Und deswegen dachte ich, damit keine abartigen Clips entstehen, schnüffel jetzt nicht ich, sondern dein Hund. Mein Hund Freddy, ja. Okay. Freddicino. Also das ist Freddy, mein Hund. Ich gebe jetzt jedem von euch einen dieser Stangen. Und Freddy darf sich entscheiden, welche Stange er will. So, und jetzt... Okay, Stange raus. Oh mein Gott, dieser Satz. Darf ich ihn das hinwerfen? Darf ich hinwerfen? Oder? Ja. Ja, okay. Das stimmt, was ist sicher sein Gesicht. Die Kandidat Nummer 3, davon wollte er die Stange. Sehr gut. Kandidat Nummer 3. Ist dann safe weiter. Ist safe dann weiter. Dann würde ich aber noch vielleicht eine zweite Frage an die anderen beiden stellen. Dann würde ich jetzt noch für die letzten zwei euch auffordern, dass ihr eine Frage an mich stellen dürft. Du willst wissen, was die von dir wissen wollen. Ja. Einfach nur an die ersten beiden. Nummer 3 ist ja schon weiter. Ja, aber kann trotzdem auch eine Frage stellen. Okay, Marc. Kandidat Nummer 1. Was ist deine Frage an Jasmin? Okay, dann ich würde gerne wissen von Jasmin, was das Wichtigste für dich in einer Beziehung ist. Also wirklich das Ultimatum. Das muss stimmen so. Wenn das nicht geht, okay, dann wird das nichts. Also was muss wirklich sehr, sehr harmonisch sein, damit das funktioniert? Boah, das ist echt, da gibt es so viele Punkte, die eigentlich wichtig sind. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen, das ist mein Vater mir nämlich gesagt hat, so ein bisschen in guten wie in schlechten Zeiten. Ja. Dass er halt gesagt hat, deine Mama und ich sind einfach ein Team. Also egal, weil meine Mutter hat letztes Jahr einen Schlaganfall, mein Papa ist ja 11 Jahre jünger und das merkt man jetzt körperlich schon. Und die halten einfach zusammen. Und er hat gesagt, das Wichtigste ist einfach Zusammenhalt. Und dieses schon so ein bisschen, ich bin für dich da, auch wenn es mal schwierige Zeiten gibt. Dass du einfach weißt, du hast einen Partner, mit dem geht es durch dick und dünn. Und dass man aber auch zusammenarbeitet, wenn man merkt, es funktioniert gerade etwas nicht und es einfach nicht direkt wegschmeißt. Kandidat Nummer 2, was ist deine Frage an Jasmin? Ja, weil du dir wahrscheinlich schon, ich sag mal, relativ selber viel ermöglichen kannst, wäre meine Frage jetzt, was du wirklich gerne hättest, was du dir aber bisher eventuell auch noch nicht erfüllt hast oder ein Wunsch, den du schon seit Jahren hast, der einfach noch nicht Wirklichkeit geworden ist. Genau, also ich würde sagen, das ist eigentlich nichts Materielles und ich glaube, das Wichtigste, und das sehe ich gerade mit meiner Schwester und ihrem Partner und wie sie so lebt, die hat so alles beruflich erreicht, was sie will, ne, auch, und die sind einfach in sich glücklich. Also einfach so dieses, dass man in sich glücklich ist. Natürlich ist finanziell abgesichert sein immer schön und Geld macht irgendwo sorgenfrei, aber ich glaube, so einfach so diese innere Happiness mit einem Menschen zu finden, mit der man das teilen kann, die einfach auch einem
viel im Leben dazu gibt, einen unterstützt. Ich glaube, das ist so sehr bestrebenswert. Und natürlich hat auch Gesundheit für Family und alle. Ja, das finde ich bei meiner Schwester so mega toll. Ich bin voll gerne bei der zu Besuch, weil einfach auch, wenn du allein schon in diese Wohnung kommst, so, das ist alles so mit Liebe gemacht. Und die hat so ihre voll die Routinen und die enjoyt zum Beispiel auch voll dann irgendwie was anzuschauen oder mal so einen Tag für sich zu haben. Also die genießt so richtig das Leben und das finde ich sehr bewundernswert. Und die macht es nicht irgendwie von Materialismus oder irgendwas Materiellem oder sonst was aus, sondern wirklich einfach, die enjoyt das Leben. Und das ist auch was ich gerade selber sehr stark bemerke. Ich beschäftige mich gerade sehr viel mit mir selbst. Gehe sehr viel allein wandern, mal allein in eine Stadt spazieren, auf eine Bank setzen, Menschen beobachten. Ich freue mich gerade so wie noch nie auf den Frühling, dass die Blumen blühen, die Bäume aufblühen, die Sonne scheint. Das sind so Dinge, die weiß ich gerade einfach so zu schätzen. Und das tut echt gut, sich über solche Dinge einfach zu freuen. Dass ich zum Beispiel gut geschlafen habe, freut mich richtig heute. Dass ich gemerkt habe, boah, ich habe richtig gut gepennt, ich bin fit, mir geht es endlich wieder gut. Es war also die letzten 5 Monate waren echt brutal. Jetzt nicht nur wegen der Trennung, ne? Das war eigentlich sehr handsome. Wholesome, weil wir da beide sehr toll mit umgegangen sind, sondern auch eher so andere Sachen, die auch privat passiert sind, sehr heftig waren, sehr viel lebenseinschneidende Dinge, Veränderungen, Krankheiten und so ganz viel einfach um mich rum passiert sind. Das war schon echt heftig und jetzt merke ich langsam so, ich baue mich wieder auf und komme langsam wieder zu mir selbst und das war echt nicht heftig. Also ich erzähle so Sachen nicht gerne in dem Video. Die Leute, die im Livestream dabei waren, wissen, was alles passiert ist, weil ich finde immer, man hat auf YouTube dann doch nochmal eine viel größere Audience und weiß nicht, wer das alles so sieht. Und deswegen, weil im Livestream ist es immer so ein bisschen weniger, da hat man so seine 2000 Leute, die zuschauen, aber das sind halt dann keine 100.000. Aber das war heftig. Weiter geht's. Deswegen sage ich euch immer, egal wie schlimm es ist, es wird immer wieder besser. Und ich saß hier, wie gesagt, echt oft und habe Rotz und Wasser geheult und richtig Heulausbrüche gehabt, aber es hat richtig gut getan. Erst letztens hatte ich wieder, auch gerade vor der Periode, so einen richtigen Heulkrampf. Aber es musste sein, weil ich mir einfach auch Sorgen um Menschen, die mir wichtig sind, mache. Und das muss manchmal einfach raus. Kandidat Nummer 3, was ist deine Frage an Jasmin? Obwohl du schon weiter bist. Was ist deine größte Red Flag bei Typen? Meine größte Red Flag? Also ich glaube, da ich halt so oft so brutal verarscht worden bin, ist halt einfach, wenn du von vornherein unehrlich bist. Und damit zählt ja auch rein Fremdgehen, über sein Leben lügen, dass man einfach nicht so sich selber steht und ehrlich ist oder halt einfach eine Beziehung möchte, obwohl man irgendwie nebenbei sich austobt und das heimlich macht. Also einfach so dieses Unehrlichsein, das finde ich ganz schrecklich. Okay. Gut. Basierend auf diesen Fragen musst du jetzt einen rauswählen. War schwer. Also ist ja nur Kandidat 1 oder 2, ja. Weil das Orakel hat ja schon Das Orakel entschieden. Hat schon entschieden. Ja, schwierig. Du hast ja auch die Fragen da vorne und du hast ja auch noch die Outfits. Ja, also ich glaube, ich würde alle drei daten, weil die also alle drei dann näher kennenlernen wollen. Es ist halt jetzt einfach super oberflächlich. Ich würde sagen, da Nummer 1 so special ist vom Outfit her und so straight von den Aussagen, würde ich sagen, Nummer 1 raus, aber eigentlich tut es mir im Herzen weh, weil ich finde alle drei gerade so. Ah, du meinst Nummer 2 ist special mit Outfit? Ja. Ja, okay. Du willst den Anzug honoren? Ich will mehr sehen, ja. Okay. Dann Kandidat Nummer 1, du kannst jetzt hervorkommen. Hi. Hallo. Hallo. Sehr sympathisch. Ja, also, wegen dem Geruch müssen wir ein bisschen aufpassen, weil ich habe kein Parfüm drauf, Jasmin. Das ist nicht schlimm. Deswegen, ich wollte jetzt nicht so schlecht rüberkommen, wollte ich erstmal nicht umarmen. Ach so. Das ist doch überhaupt nicht Ich habe so für dich gedacht, weil du magst ja Parfüm, stehst ja drauf. Oh. Du hast aber auch einen guten Eigengeruch. Ja, Ist der Schweiß dann, glaube ich. Aber ist doch besser, wenn das eigene Parfüm das Beste ist. Ja, das stimmt. Mach Spaß, Geld. Raus. Ja. Das wär's doch. Er hat mich gefreut. Danke, dass du da warst. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ach Mann, hat er sich so Gedanken gemacht? Ja, aber wir können aus seinem Schweiß Werbe Geld machen, ist doch gut. Können wir machen. Machen wir 50-50? Ja, jetzt in unserem Shop. Jasmin und so. 50% genau mit Gnudorf. Du hast hier 2 komplett unterschiedliche Typen. Das ist voll spannend, das ist irgendwie voll cool. Ja, und irgendwie sind sie doch grün. Okay, hast du eine Frage als Finale quasi? Ja, wollt ihr mal Kinder? Okay, Kandidat Nummer 1, möchtest du Kinder? Und wenn ja, wie viele? Ich frage das, weil ich einfach schon jetzt
viele Beziehungen habe zu Ende gehen sehen, weil diese Frage einfach nicht geklärt war. Viele sagen immer so, Gott, beim ersten Date kann man das nicht fragen. Ab einem gewissen Alter finde ich das schon okay, weil das auch schon eine wichtige Frage ist, ob man überhaupt zusammen ist oder nicht oder zusammen sein möchte. Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte Kinder und dein Partner oder Partnerin sagen, sie möchten absolut keine, dann verzichtest du ja schon auf was sehr Krasses. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden, aber ich verstehe, warum dann manche sagen, dann passt es halt nicht. Deswegen finde ich diese Frage schon auch irgendwo wichtig. Klar, jetzt früher mit 20 habe ich darüber keine Gedanken gemacht, aber ja, ich eben schon. ja, ich bin ein großer Familienmensch, zwar als Einzelkind aufgewachsen, aber das immer so ein bisschen nicht so gerne gemocht. Also Geschwister wären schon cool gewesen, sage ich mal, aber mir persönlich ist Familie extrem wichtig, der Zusammenhalt innerhalb der Familie und auch dann Kinder, am liebsten so 2 bis 3. Süß. Kandidat Nummer 2, möchtest du Kinder und wenn ja, wie viele? Also ich bin mit meinem großen Bruder aufgewachsen und deswegen würde ich auch gern 1, 2 Kinder haben. Natürlich im klassischen mit zuerst Junge, dann Mädchen, aber letztendlich ist es egal. Aber 2 Kinder wären schon schön, ja. Ist süß. Ja. Hauptsache gesund. Und ja. Du? Wenn ich einen richtigen Partner finde, dann ja. Mhm. Und wie viele? Ich würde mal sagen 2. 2? Ja. Aber wäre das für dich auch eine Option, keine Kinder zu haben? Eventuell. Also ich würde, glaube ich, schon lieber welche haben wollen, aber ich sag mal so, ich verstehe auch, warum Leute sagen, sie wollen keine. Ja, also ja. Du kannst auch ohne Kinder glücklich werden. Okay, die wollten jetzt beide Kinder haben. Vielleicht noch eine Frage für die Entscheidung, vielleicht was die beruflich machen? Oh ja. Okay. Genau, deswegen auch zum Thema Kinder. Ich habe immer mehr Leute in meinem Umkreis und merke es auch, dass viele sagen, sie wollen überhaupt keine. Das verstehe ich auch vollkommen. Wenn man eben sagt, man möchte einfach nur für sich sein und hat da keine Lust drauf, verstehe ich auch vollkommen. Es ist ja, hat ja auch einen Grund, warum die Geburtenraten extrem runtergehen. Deswegen verstehe ich auch das und ich sage halt eben auch, ich muss ready sein, wenn ich ein Kind haben möchte und auch, falls der Partner sich verzieht, zu 100% stark sein und da sein fürs Kind. Und nur wenn ich merke, dass ich das gewährleisten kann, würde ich mich dazu entscheiden. Aber jetzt momentan ist es für mich gerade sowieso außer Frage. Okay, Kandidat Nummer 1, was machst du beruflich? Ja, ich studiere Wirtschaftsinformatik und ich arbeite nebenbei bei Siemens in der IT-Abteilung und ja, im administrativen Bereich für, ja, genau, administrativer Bereich. Kandidat Nummer 2? Ich muss ein bisschen ausholen und zwar habe ich mit 17 eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann in Bayern, also in meiner Heimat. Und bin dann jetzt nach Köln gezogen und hole jetzt mein Abitur nach, um dann im Anschluss zu studieren. Ach cool. Cool. Was möchtest du studieren? Das ist eine gute Frage. Ich weiß noch nicht so ganz genau. Ich habe Grundschullehramt überlegt. Aber ich mag auch das ganze Thema Social Media. Also wenn es da irgendwie was geben sollte, bin ich da voll dabei. Ja. Okay. Ja. Ich sage auch immer, man findet irgendwie seinen Weg. Meine Freundin macht sich auch gerade komplett den Kopf, wo sie hingehen das soll. Kommt. Und wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich immer eine bessere. Ja. Das habe ich gelernt. Ja, ich bin auch voll der Auffassung, dass wenn man so seinen Weg gerade sucht, ja, dass man einfach das machen muss, worauf man jetzt gerade einfach am meisten Lust hat. Genau, dann kommt man in den richtigen Weg. Genau, und ich finde es auch voll nicht schlimm, wenn jemand sagt, ich arbeite jetzt 5 Jahre in dem Beruf und ich möchte mich nochmal komplett neu umlernen. Ey, ganz ehrlich, wir werden mittlerweile 90 Jahre, wir leben so lang. Ja. Deswegen sage ich immer, bis das der Tod uns scheidet, war damals easy, da bin ich mit 30 gestorben im Mittelalter. Erstens das und zweitens finde ich es vollkommen okay. Warum soll man denn jetzt irgendwie 40 Jahre im gleichen Job verbringen, wenn es eigentlich irgendwie erfüllt? So, man lebt ja lang genug, die Laufbahn ist ja sehr lang, ne? Ist ja ein Marathon. Und da dann mal irgendwo zu sagen, ich möchte doch noch was anderes lernen, why not? Alter, ja. Heute musst du bis 90 durchhalten. Okay, basierend auf diesen Antworten musst du jetzt einen rauswählen. Boah, ja, das ist hart. Was sagt die Managerin? Wen würdest du rauswählen? Wen siehst du für mich? Ja, okay, ja? Meine Managerin entscheidet. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Okay. Die kennt mich. Jeder sagt auch, sie sieht aus wie meine Schwester, wie ich. Deswegen tut sie wirklich. Ja, nein, das ist so geil. Nicht. Wir sollten mit unseren Eltern reden. Dass teilweise sie als ich angesprochen wird bei Kunden. Ja, ich würde Nummer 1 dann nehmen. Also Nummer 2 raus? Ja. Okay, dann Kandidat Nummer 2, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo! Hallo! Ja, ah, sorry. Ich wollte es erst mal. Geditscht. Hallo! Voll cool, dass du mitgemacht hast. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, mach dir keinen Stress. Du weißt, ich wusste es auch nicht. Ja, es ist gut zu hören. Du bist noch so jung, ey. Ich war 28, dachte, wo muss ich hin? Deswegen ja, ich denke es auch jeden Tag. Ja, und nimm das Orakel mit, das hat sich für dich entschieden. Ja, so süß. Ist so klein, oh mein Gott. Ja. Vielen Dank. Ja, ich danke dir. Tschüss. Danke, tschüss. Nett. Tschüss. Ach,
Ist so ein Lieber. Ja, Freddy. Ja. War ja auch nett. Ja. Okay, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Hi. Hi. Freut mich voll. Gleichfalls. Top. Also auch Attitude, wie du redest, wie du sprichst. Ich habe so viel Ams immer zwischen meinen Sätzen, hast du gar nicht. Also wirklich, Chapeau. Hey, du siehst auch super aus. Dankeschön. Ja, ihr passt ja wirklich, wirklich gut zusammen. Ich fand ihn auch voll nett, weil ich habe gehört, dass er zum Beispiel extra den Anzug irgendwie aus Italien hat, mitgenommen hat. Also richtig lieb, hat sich richtig Mühe gegeben. Also fand ich richtig cool. Also auch so sein Auftreten, er wirkt sehr zielstrebig. Deswegen, das hat mich einfach von Anfang an, ist mir direkt aufgefallen, dass er auch, wie er gesprochen hat. Vielleicht euch ja auch, dass er direkt sehr laut, klar und deutlich gesprochen hat. Das finde ich immer interessant, was solche Dinge ausmachen. Wisst ihr, was ich meine? So die äußere Erscheinung und vor allem das innere Selbstbewusstsein. Ich habe ihn ja nicht gesehen, ich habe ja nur seine Schuhe gesehen, aber die Attitude, die er hatte. Deswegen sage ich ja immer, guckt, dass ihr hier den Glow-Up macht, im Köpfchen. Das macht attraktiv. Es passt wirklich auf dich. Ja, wir haben uns auch gar nicht abgesprochen. Ne? Also stimmt, ja. Echt cool. Dankeschön. Und was denkst du? Wow. Ich finde auch das Outfit super. Danke, das hat meine Schwester zusammengestellt. Top. Also ich mag die Jacke sehr. Dankeschön. Ich finde sie sehr cool. Vielleicht hätte ich sie ja geschenkt an Sonne. Ja, vielleicht. Ich habe sie bekommen. Bisschen ja, nachfragen vielleicht mal. Ja. Ein bisschen Glück. Ja. Ja, voll sympathisch auch, wie er lacht. Ist einfach super sympathisch. Ne? Und das sage ich ja immer. Deswegen mag ich halt einfach so Dating-Plattformen nicht. Ne? Weil da siehst du nur ein Foto, du hörst die Stimme nicht, das Lachen, einfach die Ausstrahlung. Und das ist doch das, was uns Menschen schön macht, oder? Gedanke. Ja, voll sympathisch, voll positiv. Also wie gesagt, ich finde auch, wie du sprichst, so diese ruhige Art, mega. Ja. Du bist einfach schon, du bist, glaube ich, mein Papa damals vor vielen Jahren. Ja. Und man sagt doch immer, man sucht seinen Papa, oder? Ja, mein Papa ist ein Macher. Mein Papa ist Türke und er sagt immer, er ist super Türk. Ja, mein Papa sagt immer, weil mein Papa ist einfach so ein Arbeitstier, wirklich, der ist so ein, ich müsste echt mal über meine Mama, meinen Papa so ein Video machen. Die sind so krass, was die beiden durchgemacht haben, erlebt haben. Das sind für mich solche Vorbilder. Und auch mein Papa sagt halt immer, wenn ich sage, Papa, ist zu viel, was los, sagt er immer, nein, ich bin super Türk, mir geht's gut, mich haut nichts um und so. Und auf den, also ich kann mich immer auf meine Eltern verlassen und vor allem auch auf meinen Vater, der ist immer da und das finde ich so toll. Und wie gesagt, ich meinte, weil er mich an meinen Papa erinnert, weil mein Papa sicherlich auch in dem Alter, als er ja damals, der ist ja 22, mein Papa war damals 21, auch sicherlich schon so reif eben rüberkam und so aufgeklärt, dass das mich daran sehr erinnert hat. Also sehr, sehr sympathisch. Wirklich, Riesenkompliment für dich. Für mich, vielen Dank. Gerne. Ach, ihr zwei seid echt, das passt voll gut. Na dann, ihr könnt jetzt, geht in euer Date oder ja, in eure Kennenlernphase. Geil. Top. Ja, war auf jeden Fall eine mega coole Erfahrung. Deswegen vielen Dank auch an Softopf, dass ich hier dabei sein durfte, an das ganze Team. Danke an die ganzen Jungs, die mitgemacht haben. Hat mich sehr gefreut. Deswegen auch an Falk, mach weiter so, bist ein super Typ. Sehr, sehr cool. Und auch an alle anderen, ihr wart top. Und dass ihr das euch auch getraut habt. Deswegen seid bitte lieb dort in den Kommentaren. Geht dort gerne rüber in die Kommentare, lasst Liebe da. Und ja, ich bin gespannt, was ihr zu dem Video zu sagen habt. Freue mich sehr auf eure Reaktion und Meinung. Bedanke mich auch bei euch, dass ihr da seid und hier auch immer so lieb zuschaut. Vielen, vielen Dank. Das ist alles nicht selbstverständlich. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Deswegen fühlt euch gedrückt. Und das Originalvideo findet ihr unten in der Beschreibung. Und wir sehen uns definitiv in den nächsten Videos. Falls ihr mal Lust habt, auf die Livestreams vorbeizukommen, kommt gerne hier vorbei. Da erzähle ich mal ein bisschen mehr so von mir privat. Falls jemand interessiert, müsst ihr aber nicht. Weil ja, sonst ist mir das ein bisschen zu groß.